So, dann reden wir doch mal mit dem Kollegen hier. Geist. Welch sind die Jottel? Die Karl. Was für. Meine. Wir tun so, als würde ich mir das die ganze Zeit aufschreiben. Hä? Hallo, Tür? Dies ist offensichtlich der Tempel des Wassers. Ja. Dies ist. Ja. Das Tor. Bearbeiteter Stein. Scheint ein Teil von etwas Größerem zu sein. Ja, wieso? Wieso? Kann ich das nochmal? Ach so, jetzt kann ich es anklicken. Hallo? In den Felsen gekratzte Bilder. Irgendwie muss dies der Schlüssel zum Wassertempel sein. Aha. Ja. Ich werde mir das jetzt. Ach so. Beiden. In den. Ich werde mir das jetzt in der Komplettlösung durchlesen. Das war nämlich in einem der großen Texte, die da irgendwer gelabert hat. Und das lese ich mir jetzt nicht nochmal durch. Also. Oh, meine Nase juckt. Gottes Auge wäre das erste. Was auch immer hier von Gottes Auge ist. Das hier? Ich glaube, das ist das. So, Gottes Auge, Speer, Wasser. Wieso ist denn das schon gedrückt? Bei den Göttern. In den. Hä? Ah. Gottes Auge. Speer, Wasser. Fischkorb, Fischer. Fischkorb, Fischer. Bei den Göttern. In den. Schön! Das ist aber toll, wenn das so gut funktioniert. Gottes Auge. Speer. Wasser. Fisch. Korb. Das ist doch wohl ein Korb, oder nicht? Fischer. Das habe ich doch gerade auch gedrückt. Wieso ging das jetzt auf einmal nicht? Eben. Ah, eine Art Spiegel. Aber was soll das? Danke. Diese Frage habe ich mir auch gerade gestellt. Eine Art das Spiegel. Vielleicht. Können wir nicht benutzen? So können wir nicht benutzen? Dies ist offen. Ja, eine Art Spiegel. Das bringt uns jetzt massiv weiter. Dies ist offensichtlich. Geht die Tür denn jetzt nicht auf? Dies ist. Was? Oh, what the fuck? Ein roter Fisch. Seine blutige Farbe muss auf etwas Wichtiges hindeuten. Ja, ein Gag der Entwickler. Es muss einen anderen Weg geben. Ein Entwicklerscherz. Ja, wie bei Monkey Island 1 gab es nämlich, bei Monkey Island 1 gab es ja den Red Herring. Also das ist ja, wer das nicht kennt, Red Herring bedeutet in Amerika so viel wie ein Handlungsstrang, der ins Nichts führt. Und den gab es damals bei Monkey Island, der wurde allerdings als Rätselscherz eingebaut. Man sollte einem Troll einen Red Herring geben. Hier ist es jetzt anders. Hier, soweit ich das noch weiß, ist der rote Hering, also der Red Herring, tatsächlich ein Red Herring. Denn man findet ihn und er wird niemals benutzt. Das Totem des Wassers. Nimm es, das Totem des Wassers. Sehr schön. Okay, jetzt haben wir ein Totem des Wassers und ein Totem des Windes. Was wollen wir denn mit den ganzen Totems jetzt? Können wir die jetzt irgendwie zusammenbasteln oder sowas? Gute Frage, gute Frage.
Okay, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich weiß es nicht. Bereitet sich dieser Alte auf den Kampf vor? Alter Mann, was sagst du dazu? Das Ende ist nah. Quetzalcoatl wird uns alle vernichten, wenn ich nicht jemanden finde, der mir die Schale der Macht bringt. Wie ist dein Name, alter Ehrwürdiger? Mein Name ist Tezakatl. Ich bin die letzte Hoffnung des Dorfs. Als Hexenmeister ist es meine Aufgabe, das Böse zu zerstören. Von was für einer Schale sprichst du? Der heiligen Schale der Macht. Sie enthält die Samen, die ich brauche, um dieses Unglück abzuwenden. Doch gibt es keine Möglichkeit, sie zu erreichen. Warum nicht? Sie klebt an dem Baum, der vom flüssigen Feuer umgeben ist. Nichts kann der Hitze widerstehen. Und wie überlebt der Baum, wenn er von Feuer umgeben ist? Es ist Magie, so wie die Schale auf dem mächtigen Stamm wächst. Doch lässt der Zauber schon bald nach. Und dann werden alle Äste fallen und verglühen. Es muss doch einen Weg geben, die Schale zu erreichen. Vielleicht das Ritual der alten Krieger könnte die Antwort sein. Ritual der Krieger? Nach alten Überlieferungen sollen diese Rituale einen Krieger unverwundbar machen. Aber dann ist jetzt die Zeit gekommen. Verzeih mir, du Eiliger, aber es geht nicht. Ich erinnere mich nicht an... Okay, der Rest ist mir jetzt gerade egal. Ich gehe jetzt zum Häuptling und lasse das Ritual mit mir machen. Und dann muss ich zum Baum. Baumi, Baum, Baum. Was auch immer das bringen soll. Ich habe also deine Tochter gefunden. Du bist wirklich ehrwürdig, Olmec. Genug gejammert. Ja, ja, natürlich. Das Ritual hat zwei Teile. Zuerst musst du eine mutige, heroische Tat begehen. Das ist mit der Rückgabe meiner Tochter abgegolten. Danach musst du die Namen der Großen... Ja, genau. Das war klar. Jetzt kommt das Ding mit den Rätseln, mit den Namen. Ich tue mal so, als hätte ich es aufgeschrieben und lese es einfach aus der Komplettlösung. Dann beginn... Kennst du alle sechs Namen der Großen... Ja. Dann lass uns beginnen, Olmec. Ja, dann legen wir mal los. Der erste ist nämlich Xylonen. Xylonen. Dann kommt Ometoch. Ometoch. Tippitok. Tippitok. Sentil, ja, genau. Sentiotl. Genau. Der Hutzelop. Huitzilop. Und der Mixakottl. Mixquartl. Du bist sehr weise, großer Olmec. Jetzt kann dein Geist den Zauber des Landes empfangen, so wie er mir von meinem Vater und Großvater vermittelt wurde. Um dich vor den mächtigen Elementen zu schützen, werde ich dein Fleisch mit meinem Blut und den Kräften der Erde verbinden. Diese magische Schranke wird dir eine Zeit lang unschätzbare Dienste leisten. Wie lange reicht der Zauber? Nicht lange. Du musst sehr klug damit umgehen. K-L-U-K! Blut des Heiligen, Fleisch der Krieger, verbunden mit dem Herz dieser Erde in Einheit von Schutz und Kraft, gib diesem edlen Krieger die heiligen Kräfte der tiefen Erde, um ihn vor den bösen Elementen zu schützen. Es ist vollbracht. Geh jetzt
und verfolge dein Ziel, Olmec. Das Schicksal unseres Dorfes liegt in deinen Händen. Na, dann tun wir das. La 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 la. Oh, ich hänge. Ah, so, und ab in die Lava. Yeah, wir können das. Ey, hallo. Lava. Oh, wow. Okay. War's warm? Das Tor. Ein roter Fisch. Das muss die Schale der Macht. Ja, Schale der Macht. So, damit gehen wir jetzt zurück zum Hexus Maestus. Denn der soll uns dann jetzt irgendwas daraus klöppeln. Ich weiß auch nicht. Das. Bitteschön. Hier ist die Schale der Macht, alter Mann. Jetzt hängt alles von deinem Zauber ab. Sehr gut, dank dir, heiliger Krieger. Sofort werde ich beginnen. Jetzt ist es an mir, mein Schicksal zu erwarten. Möge mein Opfer das Dorf auf ewig retten. Tschüssi. Oh, epic fight scene. Trotz deines ehrenhaften Opfers ist das Dorf noch immer in Gefahr, alter Mann. Maske? Totenmaske. Wo ist... Unter dem Irrgarten ist die Totenmaske. Ja. Nein! Wir sammeln mal das Blut. Und damit hätten wir das Blut, das wir brauchen. Jetzt gehen wir mal zurück in seine Bude, denn da soll sich noch etwas befinden, nämlich das Herz. Ein Herz aus Kristall. Alter, wer formt denn bitte so ein Herz? Das sieht massivst Panne aus. Naja, so, wir haben das Herz, das nicht blutet, und wir haben das Blut eines reinen, gläubigen, saudämlichen Hexenmeisters. Damit sollte sich doch jetzt eigentlich das Jaguar-Tor öffnen lassen und uns dann endlich mal aus diesem Gebiet entlassen. Weil ich find's hier doof. Da bin ich ganz ehrlich, das hier ist mir irgendwie zu blöd. Irgendwas gefällt mir hier nicht. Ich weiß nicht warum. So, einmal Blut. Dahin. Heiliger Krieger! Dieses Blut ist wirklich heilig! Aber du musst noch ein zweites Opfer bringen. Das weiß ich, halt die das Schnauze. Herz, das nicht blutet. Ja. Finde es und die Tür des Tempels wird hier offen stehen. Ja, bitte halt den Rand, Statue. Ich möchte das ja machen. Bitte schön. Deine Opfer werden angenommen. Die Tempeltüren öffnen sich für den eiligen Olmec. Der eilige Olmec oder der heilige? Das Totem des Jaguars. Nimm. Hä? Wie, was, hä? Oh nö. Okay, also wir müssen jetzt wahrscheinlich die Symbole hier aufeinander abpassen. Okay, wie stellen wir die ein? Vor allen Dingen, ich sehe das jetzt nicht. Das ist ja doof. Ich muss jetzt erst nochmal raus, oder was? Von unten nach oben? Schwierig. Weiß ich nicht. Steht da nicht in der Lösung. Also, Stier, Mond, unendlich. Kopf, Stern, Fisch, Fadenkreuz. Stier, Mond, unendlich. Ach komm, ich zeichne es mir ab.
Das wird ja sonst nichts. Stier, Mond, unendlich, bla bla. Was dann? Kopf, Stern, Fisch und Fadenkreuz. Okay. Aber wollen wir mal. Düptidü. So. Räder aus Stein. Ja, Räder. Was die wohl für einen Zweck haben? Vermutlich sollst du daran was einstellen, du Depp. Mach's jetzt. Nein, nicht der Mond. Auch nicht das Unendlichkeit. Scheiße, das wäre ja eigentlich blöd. Ich weiß ja nicht, wo... Also ich gehe jetzt mal einfach von links nach rechts. Und da hätte ich... Da hätte ich den Stier ja lassen können. So, Stier. Was kommt dann? Mond. Dann kommt Unendlichkeitssymbol. Nein, da war's doch. Oh. Sag mal, kann das sein, dass das einfach so nach und nach ist? Ich muss einfach alles ein Rad weiter als das letzte drehen? Ich glaub schon. So, dann kommt Kopf. So. Dann kommt Stern. Ja, es ist tatsächlich so. Ich muss wirklich alles immer eins weiter drehen als das letzte. So, dann kommt nämlich der Fisch. Und das letzte. Das Fadenkreuz. Ach ne, da ist der Fisch. So. Sehr gut, das klang gut. Das ist die Kraft des Jaguars. Wir haben jetzt die Quetzalcoatl-Statue kaputt gemacht und inwiefern soll uns das was helfen? Also auch das hätte doch der liebe Krieger einfach machen können, indem er die Statue umkippt, dann wäre sie wahrscheinlich auch kaputt. Ne, war, ne? Ja, da stand die mal. Vielleicht war das die Totenmaske, die er gemeint hat und jetzt hat der Typ hier da oben keine Kräfte mehr und wir können ihm einfach aufs Maul kloppen. Offensichtlich nicht. Gegen mich bist du machtlos. Im Tod habe ich viel Kraft gesammelt. Die Seelen der kahlköpfigen Otomni-Krieger stärken meine Magie. Das war's also doch nicht. Er ist zu mächtig. Wie kann ich ihn nur zerstören? Vielleicht finde ich ein paar Talismänner in der Nähe. Dann ist wahrscheinlich irgendwas mit der, mit dem, genau hiermit. Kann ich die Totems damit? Ah! Okay, okay. Das und das letzte, bitteschön. Ach so, jetzt geht's wahrscheinlich in den Irrgarten.
das sein? Die ganze Zeit? So einfach? DNA-Test begonnen. Komm schon, jetzt brech bloß nicht auseinander, Mann! Molekulare Verbindung bestätigt. Ja! Testzyklus lädt DVD. Verschlüsselung abgeschlossen. Systemstilllegung aktiviert. Der Irrgarten. Okay, damit dürfte jetzt klar sein. Wir haben also die Lösung gefunden. Wir haben die Heilung gefunden. Wir, nicht Dr. Morgan. Und unser Auto wurde sabotiert, sodass wir nicht raus konnten. Und ab dem Zeitpunkt wird uns wohl vorgegaukelt, dass wir irre sind. Entweder das oder wir sind schon lange tot und irgendwie noch in unserem Unterbewusstsein unterwegs. Warum auch immer. Oh Gott, das sieht ja grauenhaft aus. Das sieht ja noch irrer aus, als ich mir das vorgestellt habe. Na super. Spiel speichern. Ich bin gerade überlegen, ob ich jetzt nicht doch eine Pause machen soll. Achso. Weil ich gerne wissen möchte, wie viel Speicherplatz ich überhaupt noch auf der Festplatte habe. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin, ciao.